Und mein Logo natürlich im Hintergrund hier. Alles voll gestylt hier. Okay, ich würde einfach mal sagen, dann fange ich einfach mal an zu malen. Großartig. So, also ich habe da mal was vorbereitet. Und. So. Also, wir malen heute zusammen ein Wasserschwein aus meiner Serie Fauna Royal, die ich vor vielen Jahren begonnen habe. Also, wo ich lange eigentlich nichts für gemalt habe. Ich habe früher auch dann ein paar Ausstellungen gehabt. Und das sind immer Porträts von Tieren, relativ realistisch dargestellt, aber eigentlich immer so mit blauen Augen, so ein bisschen als Irritation und einer goldenen Krone. Ich habe auch extra hier Goldfarbe, damit die Krone auch schön glitzert. Das ist so ein bisschen so eine Anspielung als an den Mensch als Krone der Schöpfung. Es kommt auch daher, weil man als Kinderbuchillustratorin ja so Stereotypen malen muss. Also ständig Bärchen und Schäfchen und so, die dürfen aber nicht aussehen wie echte Schafe, weil echte Schafe sind nicht so wirklich niedlich vielleicht, also außer die Lämmchen. Und dann gewöhnt man sich an, die Tiere nicht so zu zeichnen, wie sie sind, sondern halt so, wie man die immer sieht in irgendwelchen Papp- und Kinderbüchern. Und es macht mir echt Freude, in dieser Serie einfach nochmal zu gucken, wie sieht das Tier eigentlich in Wirklichkeit aus. Ich habe mir hier so ein paar Fotos ausgedruckt. Und dann mache ich eine Vorzeichnung, wie ich mir das so vorstelle. Die übertrage ich dann aufs Blatt. Und dann entsteht mein Wasserschwein. Wasserschwein deswegen, ich bin gerade dabei, ein Bilderbuch zu machen, wo tatsächlich unter einem Trupp Tiere auch ein Wasserschwein dabei ist. Ich kannte das Tier vorher nicht. Mir wurde aber gesagt, das ist echt super. Wasserschweine sind total super. Wasserschweine sind quasi die neuen Einhörner. Merkt euch Wasserschweine. Das sind irgendwie voll liebe Tiere. Und wenn ihr mal guckt, irgendwie bei Giphy oder so, gibt es voll liebe Wasserschweine, die mit anderen Tieren was machen. Genau. Also Wasserschweine sind echt irgendwie so ein bisschen so, die chill sind so chillig. So der Dude unter den Tieren ist das Wasserschwein. Was lustig ist, immer wenn ich so ein Bild vor mir habe und ich tauche den Pinsel das erstmal in die Farbe, dann habe ich das Gefühl, als hätte ich noch nie in meinem Leben gemalt. Also als könnte ich das eigentlich gar nicht. Aber wenn es dann losgeht, dann ist schon okay. So ein Wasserschwein ist schön kuschelig. Ich fange meistens so mit den Outlines so ein bisschen an, dass sich das auch ein bisschen gut absetzt vor dem Hintergrund. Stimmt, also ich nehme an, das Wasserschwein ist der Nachfolger vom Lama, wobei mir jetzt nicht gut einfällt, No Drama Lama. Die Wasserschweine haben so einen lateinischen englischen Namen. Irgendwie Capaya oder irgendwie sowas heißt das. Capybara, da lässt sich doch sicher was Schönes draus machen. Ich bin übrigens nicht besonders stylisch angezogen, dafür aber authentisch, weil das ist mein Malerkittel. Der ist auch schon voller Farbe. Weil ich kann mich hier nicht schick machen und in Acryl malen, weil dann kann ich das Kleid oder das Oberteil genau einmal anziehen und danach ist es dann halt voll Acrylfarbe. Du siehst Clara mit Capybara. Nee, es muss irgendwas Englisches sein, sonst da. Später kriegt er auch so ein bisschen so einen verschlafenen Ausdruck in den Augen. Das sieht dann auch immer so aus, als wäre das total gechillt. Also ich lasse meine Tiere auch immer lächeln, weil man muss die Sachen ja auch verkaufen, ne? Also ich meine, muss ja schon auch hübsch aussehen. Bis auf den, ich habe einen Vogelstrauß gemacht und der sieht besser aus, wenn er erschrocken ist, wie so ein Vogelstrauß eben. Und jetzt kann ich hier so ein bisschen in den Farben asen. Also die Fotos, das sind tatsächlich relativ unterschiedliche Farbtöne. Da kann ich mir jetzt im Prinzip was raussuchen, wie ich das gerne hätte. Das hat mir auch letztens ein Hersteller gesagt bei einem Buchverlag, dass es ja total toll ist, wie ich die Farben immer mische. Also auch mit Buntstiften gehe ich gerne mal so mit grünem Buntstift über Rot. Aber fürs Drucken von einem Buch ist das ganz schrecklich. Aber er hat dann gesagt, naja, das ist ja mein Job als Hersteller, das gut hinzukriegen. Sie sind die Künstlerin, machen Sie das ruhig so weiter. Das ging natürlich runter wie Öl, ist klar. Also ich taste mich immer so ein bisschen ran an das Tier, an das Fell und so. Wir machen keine Fehler, wir haben nur glückliche kleine Unfälle. Was hier natürlich fehlt, ist, dass ich so zwischendurch den Pinsel so tak, 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 irgendwo so gegenschlage. Beat the devil out of it.
Weil das brauche ich tatsächlich nicht. Also, ich habe halt diese schönen Acrylfarben. Aber das ist ja das Coole an Acryl, ne? Wenn man da irgendwas sich vermalt hat, da kann man da einfach drüber malen. Deswegen bin ich auch, ich habe tatsächlich früher, also ich war totaler Fan von Janosch und habe dann natürlich auch versucht, mit Tusche und Aquarell was hinzukriegen. Ja, das war nicht so, wie ich es wollte irgendwie. Also es war jetzt nicht voll hässlich, aber es war einfach. Bei Aquarell muss es halt immer auf dem ersten, beim ersten Versuch klappen. Da gibt es keinen zweiten Versuch. Wenn es versaut ist, ist es versaut. Und das hat mich halt voll genervt. Und dann habe ich erst Gouache gemacht. Da kann man schon ein bisschen übermalen und dann zum Acryl übergewechselt. Ich glaub aber nicht, dass das so ein toller Erfolg ist. Ich glaube nicht, dass viele Leute Wasserschweine malen wollen, ehrlich gesagt. Das Tolle bei so Tieren finde ich einfach immer dieses Fell. Also wenn man nämlich das mal genau zeichnet und guckt sich das an, das sind immer so viele Farben. Also da wäre jeder Friseur neidisch drauf, der irgendwie Strähnchen machen muss oder so. Weil das ist immer so eine tolle Vielfalt. Und das macht mir halt so Spaß, da einfach mal so ganz genau hinzugucken. Ich male es dann trotzdem ganz anders, weil ich einfach, ich ja jetzt nicht, ich bin ja jetzt hier keine Fotomalerin. Das können andere sicher besser. Ich muss jetzt mal einen größeren Pinsel, wir müssen mal vorankommen hier. Zeit ist Geld. So, jetzt müssen wir aber schon Gas geben hier, dass das hier mal was wird hier mit unserem Wasserschweinchen. Hier, damit wir ein bisschen Bob Ross Feeling reinbringen. Also ich male tatsächlich heute auf Leinwand. Das mache ich allerdings eigentlich nicht so gerne, weil ich habe sonst immer Holzuntergründe. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das gibt hier immer so ein bisschen nach, wenn ich drauf male. Und es gibt aber auch so tolle, also es sieht dann genauso aus, so Holzblöcke im Prinzip, wo man drauf malen kann. Und das mache ich viel lieber, weil es gibt nicht nach. Aber die waren ausverkauft. Ich habe eine Freundin, die ist Kunstlehrerin und die guckte sich meine Sachen an und meinte, das, was du nimmst, das nehme ich ja für meine Schüler. Das ist doch das Billigste vom Billigen. Also ist jetzt nicht das Billigste, aber ja, man probiert halt verschiedene Sachen aus und mit den Pinseln komme ich gut klar. Aber man muss auch sagen, hier diese. Moment, wo ist die Kamera? Genau. Diese Einhaarpinsel hier, die ich gleich brauche, hier um einzelne Härchen zu machen, die sind auch nach einem Mal da malen durch. Also dann nutzt es nichts, was Teures zu nehmen. Dann nimmt man was Preiswertes und dann muss man eh beim nächsten Bild einen neuen nehmen. Das ist ja immer, wenn ich so zum Osteopathen gehe und der dann fragt, wie ist denn Ihre typische Arbeitshaltung, dann mache ich so. Dann sage ich, ja, wenn ich halt noch so das Härchen am Näschen vom Häschen male, dann sitze ich so da. Und dann sagt der Osteopath natürlich, ah, alles klar, ja, ist nicht so die gesündeste Haltung. So, langsam haben wir hier ein vielschichtiges Fell. Ich will immer, dass meine Bilder kuschelig aussehen. So, dass man das Wasserschwein direkt streicheln möchte. So, jetzt sieht das erstmal ein bisschen wild aus hier. Wie nennen wir denn unser Wasserschwein hier? Ich nehme übrigens hier für das Dunkle, nehme ich nie schwarz, weil schwarz ist echt so recht farblos. Ich nehme immer dunkelblau. Also wenn ihr mal malt, ne, einfach mal Farben reinmischen, die so gar nicht passen. So in ein braunes Tier, mal ein bisschen grün rein oder so. Das macht direkt was her. Das soll ein bisschen lächeln. Ja, ich finde schon auch, ich bin ja ein fröhlicher Mensch, sonst würde ich ja keine Kinderbücher machen. Deswegen, bei mir lächelt immer alles. Das Schöne ist, also wenn ich lächelnde Gesichter male, dann lächle ich auch selber. Also ich kann nur lächeln malen, wenn ich auch lächle. Das heißt aber auch umgekehrt, wenn ich jetzt so was Böses male, also so, dann muss ich auch so gucken. Also man kann von außen immer sehen, was ich male. Ferdinand. Ferdinand ist ein sehr schöner Name für ein Wasserschwein. Finde ich cool. Es ist dann ein Er. Der Wasserschwein. Das Wasserschwein in meinem Bilderbuch, was ich gerade illustriere, wird ein Mädchen. Die ist dann aber auch ganz chillig. Der Gegenpart für das gechillte Wasserschwein ist in dem Buch dann ein Eichhörnchen. Das halt mehr so rumflitzt. Genau, jetzt wenn wir uns dem Auge nähern, wird es tatsächlich mal Zeit für einen kleineren Pinsel. Weil so ums Auge rum ist halt immer ein bisschen komplizierter. Da hat man halt ein Auge und dann sind da halt so drumrum so Unterlid, Oberlid. Ist übrigens echt schwierig, so im Bilderbuch. Ich bin ja auch eigentlich gegen Klischees, aber es passiert einem doch dann immer wieder. Ein bisschen ein rosa Näschen kriegt unser Schweinchen. Das Schöne an so einer Leinwand ist aber, dass es ja immer diese schöne Leinwandstruktur hat.
Das sieht dann direkt so ein bisschen nach Kunst aus. Dann haben diese Wasserschweine auch so Zähne wie so Biber. Natürlich die Frage, stellen wir das jetzt realistisch dar oder schicken wir die mal zum Zahnarzt? Ein bisschen Zähne bleichen, damit das so ein bisschen appetitlicher aussieht. Ja, das ist auch für mich total meditativ. Also ich liebe wirklich meinen Beruf. Also wer kann sich nicht daran erinnern, dass er als Kind so stundenlang irgendwo gesessen hat und gemalt hat und einfach so glücklich in sich ruhte. Und das mache ich jetzt als Beruf. Da bin ich extrem dankbar für, dass das geklappt hat. Ganz ehrlich. Weil es wirklich ein total schöner Beruf ist. Und es ist tatsächlich so, also, dass ich jetzt so langsam hier auch anfange, eine Beziehung hier zu unserem Schwein aufzubauen. Also das schaut mich schon auch an und sagt, versau's jetzt nicht. Ne? Mal mich hübsch. Ich bin hübsch. Also ich verspüre eine Verantwortung gegenüber diesem Motiv auch. Dass ich das auch gut hinkriege. Es ist mir nicht, ist nicht irgendwas so, sondern es ist mein Wasserschwein jetzt. Eben war es noch in meinem Kopf und jetzt kommt es so langsam aus meinem Kopf aufs Blatt. Das ist ja auch was, was ich sehr interessant finde, dass ich festgestellt habe, das Bild, was ich male, muss in meinem Kopf fertig sein. Und manchmal sieht es so aus, als würde ich gar nicht arbeiten, aber ich warte einfach drauf, dass das Bild in meinem Kopf fertig gemalt wird. Und wenn es dann im Kopf fertig gemalt ist, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, es aufs Blatt zu malen. Lustig, ne? Ja, ich habe gedacht, beim Wasserschwein mache ich als Hintergrundfarbe blau, weil es passt irgendwie. Und gerade beim Malen, und mir fehlt jetzt echt total, also die Kinderbuchmesse in Bologna, die ist immer im April, die ist ausgefallen. Die Buchmesse in Frankfurt wird zwar stattfinden, aber halt irgendwie, also ich habe das noch nicht genau verstanden, die tun dann da Plexiwände zwischen die Stände oder so. Also jedenfalls werde ich da nicht hingehen, das bringt mir ja alles nichts. Dann fahre ich lieber zu den Verlagen, wenn ich mit denen Projekt habe, mal hin oder so. Ich würde sagen, lieber Ferdinand Hildegard. Ich nenne das jetzt hier Ferdinand Hildegard und ich glaube, meine Tochter findet es auch super. Das Wasserschwein ist nämlich divers. So, jetzt kümmern wir uns mal hier um die Augen. Wie gesagt, also meine Fauna Royaltiere haben immer blaue Augen. Einfach so. Wir hatten mal unter Illustratoren, bei so einem Stammtisch hatten wir mal eine lustige Challenge. Wir haben da alle was zu malen mitgebracht in der Kneipe und wir sollten irgendwie was nicht Süßes malen, weil wir waren, also viele waren Kinderbuchillustratoren. Und dann schlug einer vor, also das, also war kurz vor Weihnachten, das Weihnachtsmann-Kettensägen-Massaker. Und also waren ein paar Comiczeichner dabei, die hatten noch echt coole Weihnachtsmänner, also sehr, sehr gruselig. Und ich habe mich da versucht und mein Weihnachtsmann sah echt einfach nur so aus, als wollte der halt in den Wald, um sich einen Weihnachtsbaum abzusägen mit der Kettensäge. Also ich kann das nicht. Also ich versuche dann irgendwelche bösen Charaktere zu malen, aber es ist nicht in mir. Es gelingt mir nicht. Konzentration für die Augen. Sobald man einen Lichtreflex in die Augen macht, ist alles gut. Dann erwacht das Tier zum Leben. Das ist es. Ferdigard, das Wasserschwein. Ich bin die Königin der Pappe. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, welches Tier ihr gerne einmal sehen möchtet.